Die Lausitz zu Gast in Kamenz bei der Wir 2016 vom 18. bis 20. März. Mit rund 250 Ausstellern die größte Handels- und Gewerbemesse der Lausitz. Mit vielen Informationen, tollem Programm und zahlreichen Live-Auftritten. Zum Beispiel mit Andreas Holm und Thomas Lück am Samstag und mit Uta Bresan am Sonntag. Für alle Kinder kommt Pitti Platsch mit seinen Freunden am Samstagvormittag. Und mit dem täglichen Messeradio ihrer Elsterwelle live von der Via 2016 an allen drei Messetagen. Freuen Sie sich auf die Wir 2016 in den Messehallen im Gewerbepark Kamenz und sagen Sie hinterher bloß nicht, Sie hätten es nicht gewusst. Hallo liebe Handballfreunde, mein Name ist Malik Reimann, ich bin Linksaußen beim LAV HS Werder. Ich möchte euch recht herzlich an diesem Samstag zu dem Derby gegen den HV Kamenz einladen. Und wir hoffen natürlich auf zahlreiche Unterstützung. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH, wir machen das. Guten Abend und ganz herzlich willkommen in der neuen Woche mit der Drehscheibe Lausitz. Flakregiment 31. Vielen Menschen in der Region sagt der Begriff etwas. In Großröhrsdorf, Großräschen, Großkroppen und Döbern waren die Einheiten stationiert. In Straßgräbchen war der Hauptstandort mit Stab und Gefechtsstand sowie der technischen Abteilung. Auf das einstige NVA-Gelände ist am Sonntag zu einer Führung eingeladen worden und wir waren für Sie dabei. Bereits um 9:45 war die Menge an interessierten Besuchern größer als erwartet. Zwischen 250 und 300 begaben sich letztlich auf eine Reise in die Vergangenheit mit zwei alten Hasen. Uwe Schädlich war in Straßgräbchen als Offizier tätig und das seit 1967 bis zur Wende. Konrad Heinzer hatte hier 1963 gedient und war später mit der Wartung von Sanitärelektrik und den Heizungsanlagen betraut. Letztere waren durchaus problematisch. Wie das zu DDR-Zeiten so war, es hat dies und jenes war knapp geworden und es mussten Ersatzheizungen geschaffen werden. Und das wurde ganz einfach dreimal hier gemacht. Also das war am Anfang war eine Braunkohlenheizung, dann war eine Ölheizung der Klasse C, dann war eine Elektro-Nachtspeicherheizung, dann war Ölheizung der Klasse D. Und ganz zuletzt war Rohbraunkohle. 1960 begann der Aufbau auf dem etwa 1 Hektar großen Areal in Straßgräbchen. Alles sollte möglichst geheim bleiben und daher wurde den Leuten vor Ort erzählt, dass hier eine Schokoladenfabrik gebaut wird. Lange konnte die Luftabwehr allerdings nicht verborgen bleiben. Rund 800 Soldaten am Standort und etliche Fahrzeugbewegungen fielen natürlich auf. Auf dem Gelände herrschte eine 24-Stunden-Bereitschaft. Nicht einfach für die, die hier dienten. Die Gefechtsstandbesatzung war rund um die Uhr in Bereitschaft. Also es waren immer dort hier Schießende mit drin. Es waren, also ein stellvertretender Kommandeur war mit anwesend, so die also jederzeit die Überblick hatten. Mehr kann ich es dazu nicht sagen. Und alles andere, die Soldaten waren hier eingesperrt, so muss ich das ganz deutlich sagen jetzt hier. Die kriegten alle 8 Wochen vielleicht mal Urlaub, wenn sie gut sich geführt haben, wer nicht in Ordnung war, wo die Normen nicht gebracht wurden, ja, dann blieb sie im Objekt drin.
Blickfang sind natürlich auch heute noch die gigantisch wirkenden Bunkeranlagen. Hier wurden die Raketen gelagert bis zum Einsatzbefehl. Allerdings mussten sie dann erst einmal zusammengesetzt und betriebsbereit gemacht werden. Es gab dann die Kommandos, meinetwegen Rakete oder Flachrakete. Dann kam eine Nummer, so und so auspacken. So, dann wurden die Container geöffnet, die Flachrakete rausgenommen. Dann stand ein Wagen da, der extra für die Flachraketen konstruiert war. Dann wurde die Flachrakete aus dem Container rausgerollt auf einer Schiene, wurde verladen auf diesen Wagen. An diesen Wagen wurde dann angebaut, also ging es dann weiter zur nächsten Stufe. Dort wurde eingebaut als Beispiel, oder nicht angebaut, das Feststofftriebwerk, also die erste Stufe sozusagen. Dann wurden angebaut die Stabis, das waren also riesengroße Flügel. Ich kann da mal ein Bild zeigen, wie das aussah, die Rakete. Die Stabis angebaut, dann wurden die Flügel angebaut. Dann ging es zur nächsten Stufe weiter. Dort wurde die Spitze abgeklappt, das ist tatsächlich so, die wurde rumgeklappt. Dort wurde von vorn in die Rakete das Gefechtsteil eingebaut, also der Gefechtskopf, ungefähr so ja, 80 cm lang und Durchmesser von 50 cm, nicht ganz 40. Und 80 Kilo schwer, der wurde dort eingesetzt. Dann wurde die Stufe, also und verbunden, alles elektrisch. Dann wurde die Raketenspitze wieder zugemacht. Ja, was kam dann? Dann kam der erste, also da kam die Luftbetankung als nächstes, sodass also in einen Kugelbehälter, ungefähr die Größe, Durchmesser 50 cm, sage ich mal, wurden 300 Atmosphären aufgepumpt, also normale Druckluft, um die Rakete dann später mit Druckluft zu versorgen. Was damit gemacht wird, sage ich noch. Dann ging es weiter zur Brennstoffbetankung. Das war also der Treibstoff, der dann das Flüssigkeitstriebwerk angetrieben hat. Und als letztes kam die Oxidatorbetankung, wo also der Sauerstoffträger, das war rauchende Salpetersäure, 98-prozentige, reingepumpt wurde. Und dann war im Prinzip die Rakete einsatzbereit und konnte so auf die Startrampe verladen werden. Wie lange hat es gedauert von dem Befehl los? Sehr unterschiedlich. Also das kann ich jetzt nicht hundertprozentig mehr sagen. Ich habe keine Normzeiten mehr im Kopf. Ich weiß auf jeden Fall, das waren, also sag mal, eine halbe Stunde. Das Abwehrsystem der DDR war von Norden bis zum Süden flächendeckend. Gab es die Meldung vom unerlaubten Eindringen in den Luftraum, wurden die Raketen allerorts in Stellung gebracht. Dort wurde also die Rakete fertig gemacht zum Start. Das heißt, die Rakete musste eine bestimmte Lage in der Luft rückmelden können an die Raketenleitstation. Und das wurde mit einem Kreiselsystem, also einem dreidimensional beweglichen Kreisel, wurde das stabilisiert, sodass er also jederzeit diese Rakete in der Luft bestimmen konnte, wie die Lage der Rakete in der Luft war zum Steuern. Ist jemals von hier was abgeschossen? Bitte? Nein. Also es ist auf dem Gebiet der DDR ist von keiner Flachraketenabteilung eine Flachrakete in den ganzen Jahren abgeschossen worden, weil es nie einen Befehl zur Bekämpfung eines Luftzieles gab. Viele Ehemalige waren am Sonntag mit dabei, hatten in der Kaserne gedient oder auch in der Küche, Wäscherei und im Metpunkt gearbeitet. Zum Jahresende 1990 war der Standort Straßgräbchen geschlossen worden. Von den einst mehr als 100 Gebäuden ist die Hälfte mittlerweile abgerissen. Der Rest soll es noch werden. Die großen Bunkeranlagen, da wird im Moment noch nicht drüber geredet. Die machen keinen Schaden. Und ich denke mal, die bleiben auch noch eine Weile stehen. Neben dem Rundgang mit all seinen technischen Details und Erläuterungen war es auch sehr interessant, den Anekdoten der Besucher zu lauschen. Vielleicht sollte man diese einmal aufschreiben. Sie gehören ja auch irgendwie zur Geschichte Straßgräbchens dazu. Das sächsische Schulgesetz gilt seit 2004 fast unverändert. Inzwischen hat sich jedoch Novellierungsbedarf ergeben. Nun haben sich sowohl der Landesschülerrat als auch der Elternrat mit ihren Forderungen zu Wort gemeldet. Schule, Alltagsprobleme kenne ich gar keine. Kannte ich auch nicht, wie meine Kinder kleiner waren. Einiges, also zum Beispiel würde ich mehr Ganztagsschulen machen, mehr Lehrpersonal, Frühförderung, solche Dinge. Der Wechsel der Klasse von der 5. Also in die Mittelschule ist ein Problem, ne? Da eine gute Schule zu finden. Letzten Endes das staatliche Schulsystem auf der einen Seite und die privaten Angebote auf der anderen. Und da ist es in Leipzig schwierig. Noch gar nichts. Mein Sohn geht erst seit letztes Jahr August in die Schule. Also ich persönlich habe keine Probleme mit der Schule und der Enkel auch nicht. Ein schwieriges Thema. Es gibt da viel zu verändern, ganz viel. Viel freier, viel im Umgang. Nicht so fixiert auf feste Lehrpläne. Sondern viel mehr Möglichkeiten mit den Lehrern, dass sie kreativ mit dem Stoff umgehen können. Die Zeiten sind oft zu eng gefasst. Der Stoff ist viel zu viel.
raus mit dem Stoff. Wir brauchen mehr soziales Stoff, Umgangsform und solche Sachen in der Schule. Verringerung der Klassenstärke, mehr Lehrer einstellen, die Lehrerausbildung steigern und die Qualifikation der Lehrer auch. Und nach einer ganz kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder für Sie da mit spannenden Themen. Also bleiben Sie dran. AWO Lausitz, wir betreuen Generationen. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Hallo liebe Handballfreunde, mein Name ist Michael Schuller und ich bin Trainer der ersten Frauenmannschaft des SC Hoyerswerda. Ich möchte euch am Samstag zum Heimspiel gegen den HV Chemnitz recht herzlich einladen und bitte und wünsche mir, dass in der Halle richtig viel Stimmung sein wird, um unsere Mädels entsprechend anzufeuern und zu unterstützen. Danke! Die Handballerinnen vom SC Hoyerswerda werden freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH, wir machen das. Schlafen ist einfach. Wenn dem Finanzpartner bereits heute rund 50 Millionen Menschen vertrauen. Und damit willkommen zurück. Am 8. März ist Frauentag. In diesem Jahr wird er zum 105. Mal begangen. Aber wie genau kam er eigentlich zustande? Na warum? Weil es notwendig war, dass an die Frauen gedacht wird, von der Clara Zetkin aus. Ne? Ja, und ansonsten geht man nicht mehr arbeiten und da ist das alles nicht mehr so. Früher ist das noch anders gewesen. Der Frauentag, das normalerweise... Hat das dann mit der Clara Zetkin was zu tun? Ne? Und entstanden ist er von der USA, glaube ich nicht. Da kommt doch von der USA rüber, der Freitag. Ich weiß, es ging doch mit dieser sozialdemokratischen Frau, die damals das Zeug in den Laufen gebracht hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber im Grunde genommen geht es zurück auf Sozialdemokraten und irgendwann hat sich das so verfestigt. Oh, das ist lange, lange her. Ich bin ja nun auch schon etwas älter. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin ja jedes Jahr immer gegangen. Ich war 14 Jahre in einer Kinderkrippe tätig und da war jedes Mal der 8. März der Frauentag. Und das war immer Vergnügen, Auftritte bei der Volksarmee, ja. Hatten wir eine große Bühne und da wurden wir dann immer eingeladen und dann sind wir dann da hingegangen, ja. Aber wenn die entstanden ist, kann ich Ihnen wirklich nicht beantworten. Durch Rosa Luxemburg. Mehr weiß ich auch nicht. Clara Zetkin. Und sehen Sie, jetzt haben Sie mich doch verbessert. Clara Zetkin, ja. Und na klar, durch Clara Zetkin. Weiter weiß ich nichts. Das war's. Ach ja, das war mal. Irgendwann in großen Zeiten haben wir das gehabt, aber jetzt ist weg. Ich hab's schon mal gewusst, aber jetzt überfordern Sie mich. Kann ich Ihnen nicht sagen. Nee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Keine Ahnung. Nee, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sich die Frauen damals aufgeregt in England. Nee, so war's doch. Ich glaube, ja. Weil sie da arbeiten mussten viel. Sehr erfolgreich haben die hiesigen Spieler beim Vattenfall Schulcup Lausitz im Schach abgeschnitten. Sieger der Klassenstufe 5 bis 8 wurde das Leon Foucault Gymnasium Hoyerswerda. In der Klassenstufe 1 bis 4 ist die Grundschule am knappen See Großserchen als beste hervorgegangen. An den Abschlusswettkämpfen in Weißwasser nahmen am Samstag rund 200 Schülerinnen und Schüler aus 25 Lausitzer Schulen teil. Und weitere Kurznachrichten haben wir jetzt für Sie zusammengefasst.
Im künftigen Asylbewerberheim in der Hoyerswerder Hermannstraße konnten sich am Montagnachmittag Interessierte umschauen. Die Räume für etwa 150 Flüchtlinge sind soweit fertig, allerdings fehlen noch die Schränke, die in der kommenden Woche geliefert werden sollen. Die Inbetriebnahme des Hauses ist für März geplant, allerdings muss noch die Bauabnahme erfolgen. In den Kellern wird unter anderem noch an der Elektrik gearbeitet. Die AWO als Betreiber plant die Außenanlagen der Unterkunft in der gegenüberliegenden Münzerstraße für die Bewohner beider Heime herzurichten. Auch in der neuen Einrichtung sollen sich drei Sozialarbeiter um die Bewohner kümmern. Auch das Bündnis Hoyerswerda hilft mit Herz will sich hier wieder einbringen. Ob mit dem neuen Heim die Notunterkunft in der Turnhalle in der Schumannstraße geschlossen werden kann, darüber sind laut Landkreis derzeit noch keine Aussagen möglich. Zum traditionellen Ostermarkt war am Wochenende in die Hoyerswerda Lausitzhalle eingeladen worden. Präsentiert wurden vor Ort wieder zahlreiche Eier und ihre Verzierer. Von winzig bis riesig für jeden Geschmack war da wohl etwas dabei. Handwerker und alte Künste rundeten das Programm ab. Für die Steppkes gab es nach der Schau des Zerbrechlichen im unteren Foyer auch etwas zum Knuddeln. Das berufliche Schulzentrum in Hoyerswerda hatte am Samstag seine Türen geöffnet. Besucher konnten sich über die unterschiedlichsten Bildungswege vom Berufsgrundbildungsjahr bis hin zum Abitur informieren. Im Landkreis steht das BSZ vor allem für seine Ausbildungsmöglichkeiten im sozialen Bereich. Neben der gymnasialen Ausrichtung werden hier auch Altenpfleger, Sozialassistenten und Erzieher ausgebildet. Viel Stimmung herrschte am Samstag beim zweiten Spieltag in der VBH-Grundschulliga. Erstmals wurden die jüngsten Teilnehmer in neue Mannschaften bunt zusammengewürfelt. Aber offenbar tat das, wie vom Trainerteam geplant, der Spielfreude keinen Abbruch. Die dritten und vierten Klassen hingegen spielten wie immer und hier konnte die Grundschule am Adler ihren Sieg vom ersten Turnier verteidigen. Die Lindenschule kam auf den zweiten Platz und die Grundschule an der Elster auf Rang 3. Das große Finale findet übrigens am 11. Juni statt, wo sich der LHV und Sportclub sicher wieder einiges einfallen lassen werden. In der Apotheke am Jahnstadion in Hoyerswerda werden in dieser Woche Gefäßaltermessungen durchgeführt. Nach der Eingabe der persönlichen Daten wie Alter und Gewicht wird eine Blutdruckmanschette an den Oberarm angelegt und verschiedene automatische Messungen durchgeführt. Wichtig ist dabei die Analyse der Pulswellengeschwindigkeit. Diese zeigt die Beschaffenheit der Arterien auf. Nach den Messungen bekommt man einen detaillierten Bericht, in dem dann das Alter der Gefäße und die Auswertung weiterer Parameter wie der Blutdruck steht. Wer Interesse hat, kann täglich von 9 bis 16 Uhr vorbeischauen. In der vergangenen Woche wurde in Kamenz eine Jesusfigur gefunden und der Polizei übergeben. Die Herkunft des etwa 40 cm großen hohlen Kruzifixes ist derzeit unbekannt. Daher wird der rechtmäßige Eigentümer gesucht. Er wird gebeten, sich an das Polizeirevier Kamenz unter 03578 3520 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Am Sonntagabend haben Unbekannte mehrere Knallkörper im Umfeld des Asylbewerberheimes an der Münzerstraße in Hoyerswerda gezündet. Anwohner riefen wegen des ruhestörenden Lärms die Polizei. Als eine Streife nur wenige Minuten später eintraf, waren die nach Zeugenangaben dunkel gekleideten Personen bereits weitergezogen. Zu Schaden kam niemand. Die Beamten sicherten Überreste der gezündeten Pyrotechnik und nahmen die Personalien mehrerer junger Männer auf, die in der näheren Umgebung angetroffen wurden. Das Dezernat Staatsschutz ermittelt. Wie bereits angekündigt, kommt der Hoyerswerder Stadtrat am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen. Der Schwerpunkt liegt in der Diskussion zum künftigen Oberschulstandort. Von der Verwaltung wird der Umbau des ehemaligen Zuse-Gymnasiums im BK1 vorgeschlagen. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr am neuen Rathaus. Eine Bürgerfragestunde ist nicht vorgesehen.
Zum Handball. Am Sonntag musste der LHV nach Zwinkau reisen. Vom Start weg zeigte das Team von Trainer Conny Böhme, dass es die Punkte mitnehmen möchte. Nach 20 Minuten stand es 10:5 aus Sicht des LHV. Doch dann drehte sich das Blatt. Die Gastgeber kamen immer besser ins Spiel und der LHV verlor nicht nur die Führung, sondern unterlag am Ende knapp mit 25:24. Nach 12 Spielen die erste Niederlage, die dem bis dato Spitzenreiter wieder auf Platz 2 in der Liga rutschen lässt. Der HVH Kamenz konnte ebenfalls keine Punkte holen. Zu Hause verloren die Lessingstädter gegen die zweite des LVB Leipzig mit 28:33. Der HVH rutschte einen Rang nach unten und steht nun auf Platz 6 in der Tabelle. Der Bernsdorfer Schlagersänger Mark Madison hat jetzt ein neues Album herausgebracht. Mehr dazu nach einer ganz kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Ihr Foto im Elsterwelle Fernsehen. Das geht ganz einfach. Eine Aufnahme, die Sie mit anderen teilen wollen, können Sie uns einfach als Wetterbild des Tages mit einer kurzen Beschreibung via E-Mail an info@elsterwelle.de zusenden. Die Standardauflösung gängiger Fotoapparate reicht. Bei Handyaufnahmen bitte die HD-Qualität wählen. Und damit Sie den Fernseher nicht drehen müssen, bitte aufs Querformat achten. Wir freuen uns auf Ihre Zusendung. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2-in-1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Das, was Sie da gerade gehört haben, kurz, das ist Musik, aktuelle Musik aus der Mitte der Lausitz von Mark Madison. Er hat es getan, ist zum zweiten Mal im Studio gewesen, hat neue Lieder eingespielt und rausgekommen ist das aktuelle Album. Ist man stolz drauf, oder? Ja, also auf jeden Fall, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder ein zweites Album produzieren kann, aber es macht jedenfalls Spaß. Wie viele Lieder sind denn drauf? Was ist das so für Musik? Welche Richtung ist es? Also es sind insgesamt 12 Titel drauf und ja, das Album heißt Experimente, weil wir haben ein bisschen mit dem deutschen Schlager experimentiert. Es ist also nicht der deutsche, typische deutsche Schlager, wie man ihn kennt, sondern wir haben ein paar verschiedene Sachen mit einfließen lassen, was international ist, ein bisschen was moderne Sachen vor allen Dingen auch und ja, es ist, denke ich, für jeden was dabei. Wer schreibt die Texte, wer schreibt die Musik für dich? Also die Texte schreibe ich selber und ja, das sind Sachen einfach aus dem Leben gegriffen auch. Und die Musik produziert mein Produzent aus Lauchhammer, der Enrico Zibulka von AKM Recordings. Ist es schwer, als Newcomer, sag ich mal, so ein Album auf den Markt zu bringen und dann natürlich auch am Ende unters Volk zu bringen? Also es ist schon schwer, wenn man jetzt keine große Plattenfirma im Hintergrund hat. Das ist ganz klar, es geht mir wie jedem anderen Künstler auch. Und ja, ich hatte ja schon ein Album Königin der Nacht, da habe ich schon ein paar Kontakte jetzt, die mir natürlich jetzt weiterhelfen, sodass man dieses Album nicht nur jetzt bei den Konzerten verkaufen kann, sondern auch in bestimmten Geschäften jetzt schon zu kaufen ist, ja. Das Brot der Künstler, sagt man, ist der Applaus, wenn man auf der Bühne steht, logisch, aber natürlich auch in barer Münze, wenn man CDs verkauft, wo kann man die kriegen? Ja, also bei uns in Bernsdorf, wo ich herkomme, im Geschenkestübchen oder aber bei Expat im Elektronikfachmarkt hier in Hoyerswerda und ja, dann natürlich bei meinen Auftritten. Ja, das wäre jetzt die letzte Frage. Wo kann man dich demnächst vielleicht mal irgendwo sehen? Ja, also da sind ein paar Auftritte bei Dorf- und Vereinsfesten in Planung, aber wir haben jetzt noch Winter, also das ist noch nicht genau fest, wo ich dann demnächst auftreten werde, aber es wird wieder im Sommer auf jeden Fall viele Termine geben. Du hast garantiert eine Internetseite, da stehen die Termine alle drin. Genau, aber aktuell ist es natürlich bei Facebook. Wo, oder so. Ja, genau.
Alles klar, wir drücken die Daumen, danke, und wir hören noch mal ganz kurz rein. Sommer in der Stadt, wir sind doch niemals müde. Sommer in der Stadt, und die Straße wird zur Bühne. Zum Computerzirkel lädt am Dienstag das Team vom Nachbarschaftshilfeverein um 9 Uhr in das Plauderstübchen der AWO in der Münsterstraße in Hoyerswerda ein. Und ab 14 Uhr steht ein Spielenachmittag im Stelldichein in der Einsteinstraße in Lauter im Programm. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda können Mädchen und Jungen am Dienstag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr basteln und beim Ausgestalten der Farm zum Osterfest helfen. Außerdem gibt es von 14 bis 16 Uhr auch Tipps zur gesunden Ernährung. Zu einer Frauentagsfeier wird am Dienstag in die Räume des Kulturbundes in der Lange Straße in Hoyerswerda eingeladen. Sie beginnt um 15 Uhr. Sport und Fitness werden am Dienstagnachmittag wieder im Jugendhaus Lauter am Lessingplatz großgeschrieben. Die Angebote dort können von 16 bis 18 Uhr genutzt werden. Im Mehrgenerationenhaus Bernsdorf in der Eisenwerkstraße stehen am Dienstag ab 16.30 Uhr ein Yogakurs und ab 17.30 Uhr Bauchtanz im Programm. Das Blow-Up-Kino der Kulturfabrik im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda zeigt am Dienstag um 17 und um 20 Uhr den Streifen Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welpen. Im Elementarium des Museums der Westlausitz in der Pulsnitzer Straße in Kamenz gibt es am Dienstagabend einen Vortrag zum Thema Baumfeld, die mittelalterliche Landschaftszerstörung im Erzgebirge. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Und große Gefühle zum Internationalen Frauentag stehen am Dienstag im Cinemotion in Hoyerswerda mit dem Drama The Choice bis zum letzten Tag im Programm. Vorstellungsbeginn der Vorpremiere ist um 19.50 Uhr. Nachts locker bewölkt oder klar und meist trocken. Stellenweise gibt es Nebel bei Tiefstwerten zwischen minus 1 bis minus 4 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind. Am Dienstag nach örtlichem Nebel freundlich und weitgehend trocken mit einem Sonne-Wolken-Mix bei maximal 6 bis 9 Grad. Am Mittwoch freundlich mit längerem Sonnenschein und niederschlagsfrei, dabei milder als zuletzt. Auch am Donnerstag ist es nochmals freundlich. Und das war es auch schon wieder mit der Drehscheibe Lausitz. Am Dienstag schauen wir nach Kamenz. Die Messe wirft ihre Schatten voraus. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten würden. Bis dahin, tschüss.